grüne Blume. Luisa, eine Tomate ist keine Blume. Schon zum Blumenfeld zu gehen. Ja, ich freue mich auch. Ja, dann los, kommt. Wow, sind diese Blumen hier schön im Blumenfeld. Ich kenne ein Spiel, was wir spielen können. Schieß los, wie geht das Spiel? Das geht so, Papa sagt eine Farbe, wir müssen ganz schnell zu einer Blume rennen, die diese Farbe besitzt. Das Spiel finde ich toll, das will ich spielen. Okay, die erste Farbe ist pink, also rosa. Ich hab gewonnen. Das ist ja pink. Ach schade, Luisa hat schon einen Punkt. Naja, jetzt werde ich mich anstrengen. Und die nächste Farbe ist rot. Okay, diesmal beeile ich mich. Schnell etwas Rotes finden. Ich hab was gefunden. Ganz schnell hin, bevor Luisa gewinnt. Gewonnen, ich hab was Rotes. Rose hat gewonnen. Ach schade, deswegen gewinne ich bestimmt diese Runde. Und die nächste Farbe ist... Ah, danke Rudolf, dein Fell, weiß. Ich hab eine Idee, schnell, bevor Rose da ist. Ich hab was. Super, beide bekommen einen Punkt. Jetzt mach ich es etwas schwerer, jetzt ist die Farbe grün. Hä? Obwohl, ich habe eine Idee. Schnell hin. Eine Sonnenblume. Die Sonnenblume ist noch nicht fertig. Darum ist sie grün. Ach, schade. Ich wollte gewinnen. Deswegen muss ich mich als am meisten anstrengen. Ich habe auch eine grüne Blume. Luisa, eine Tomate ist keine Blume. Luisa, das ist so witzig. Als ob eine Tomate eine Blume wäre. Okay, jetzt kommt die nächste Farbe, nämlich gelb. Ich sehe was! Ich hab was! Luisa, sei jetzt bitte nicht traurig, aber ich habe gewonnen. Oh, wie schade, ich hab doch mein Bestes gegeben. Danke fürs Trösten, Murphy. Oh, wie süß. So, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr gibt gerne einen Daumen nach oben, teilt das Video auch mit euren Freunden und wir freuen uns auch auf jeden Fall, wenn ihr unseren Kanal abonniert. So werdet ihr ein Teil unserer Butterfly-Familie. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns auf Instagram folgt. Da heißt es tree_butterfly_. Tschüss, bis zum nächsten Mal.